Moin Leute, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich grüße euch, Gude. Ja, ich weiß, der General Wutzi hat in letzter Woche hauptsächlich mit Abwesenheit geglänzt. Bestimmt habt ihr mich vermisst, ich habe euch auch vermisst. Gell? Aber das habe ich nicht mit böses Will gemacht, sondern es gab einfach keine guten Releases. Beziehungsweise es gab gute Releases, aber die haben nicht zu General Wutzis Portemonnaie gepasst. Gell? Ihr wisst doch, wie es ist. Dementsprechend muss ich die Füße ein bisschen stillhalten. Das hat sich aber jetzt geändert. Denn ich habe jetzt nicht nur eine Sache abkassiert, und zwar hier Bomber Girl Pie von The Wing Studios, sondern direkt noch was Zweites. Ja. Die hier ist relativ aktuell, kam vor, ich will nicht lügen, 3 Wochen bei meinem Händler rein, direkt zugeschlagen und Achtung, Spoiler, ich habe auch das Gegenstück dazu. Bomber Girl Aqua, die kam letztes Jahr, da war ich ein bisschen langsam, aber da laufe ich mal an so einem schönen Samstagmittag, gell, durch den Manga-Anime-Lade, was steht im Regal. Genau, Bomber Girl Aqua, zack, mitgenommen. Dementsprechend dürft ihr euch jetzt an 2 meiner Videos frönen. Eins wird jetzt zeitnah hochgeladen, das andere, mal gucken, Anfang Mitte nächste Woche. Und wir fangen hier mit Bomber Girl Pine an. Aber, zuerst haue ich euch mal ein Intro um die Ohren. Ich hoffe, euch gefällt es, gell? Und dann lege ich mir gleich los, gell? Bis gleich. Also, wie gesagt, Bomber Girl Pine von The Wing Studios ist ein 1 zu 6 Scale. Dürfte eine Höhe haben von 28 cm. Kommt mit einem austauschbaren Gesicht und einem austauschbaren Oberkörper, meine ich. Aber ich muss euch enttäuschen, die kleine Wutzi da draußen. Nagelschmarre kann man so nicht, gell? Also, aber muss ja nicht immer sein. Figuren können auch so schön sein. Von dem her bin ich mal gespannt, was die so kann. Gut, ich würde sagen, wir legen direkt mal los. Ich habe oben die Klebecher schon abgeschnitten. Ach, da ist sogar ein Häppchen mit dabei. Gell? Das mal hier zur Seite. Memoir. So, das finden wir auf. Tja, okay, ja, ist eher so ein kleiner Zettel, Beipackzettel, ja, nennen wir es doch mal so. So, okay. Jetzt sind wahrscheinlich hier noch irgendwelche Babbelis dran. Vermute ich, oder? Ja, hier sehe ich einen. Ich hoffe, ich kriege den jetzt schnell ab. So, das sollte es doch jetzt auf der Seite gewesen sein. Jetzt, ja. Zack. An der Mitte. Zack. Zack. So. Dann kann man das umklappen. Dann ist das doch absolut in Ordnung. Also, was haben wir dabei? Hier haben wir einmal die Base. So, die Base, ja. Aus Blau in der Gelb, gell? Hat 2 Metallnippelchen drauf. Finde ich schon mal cool, dass es Metall ist. Weil ich habe bei den Kunststoffdingen immer so ein bisschen Angst, wenn man die drauf drückt. Muss man manchmal ja schon ein bisschen sanfte Gewalt anwenden, gell? Wenn das abbricht, das kann hier nicht passieren. Oder zumindest die Wahrscheinlichkeit ist etwas geringer. Ich zeige euch das gute Stück mal. Ja, so am Rand. Sieht es so aus. Und die Unterseite sieht so aus. Bis jetzt relativ unspektakulär, passt aber so vom farblichen Design gut zum Outfit. Das kann ich jetzt schon mal sagen. So, dann haben wir hier einen ihrer Oberkörper. Das machen wir gleich. Leg ich mal hier rüber. Das zweite Gesicht. Das machen wir auch gleich. Zack. Da haben wir die Figur an sich und hier ihren. Ich nenne sie jetzt mal vorsichtig Schweif. Ne? Den machen wir hier rüber. Und da, ach, das kleine Kätzchen, genau. Da hängen so Kätzchen dabei. So, ich würde sagen, als allererstes die Figur an sich.
hier drum. Zack, zack. Das kann man hier direkt drin lassen. Okay. Oh. Lass mal die Folie dran. Ach, ich denke, da muss man ihr Höschen ausziehen. Also jetzt das ganze Höschen, sondern hier ihre Bade, Überzieh, kurze Hose. Ne? Ich zeige es euch mal direkt hier. Das ist so die ursprüngliche Pose, der sie geliefert wird. Seite. Ich finde die Haare sind relativ cool. Also da in ihrem Blond so ein bisschen diese blauen Strähnen mit drin hat. Ich sage ja, das passt wunderbar zu ihrem Outfit. Die ist also komplett durchgeseint worden mit diesem Gelb-Gold-Blau-Look, sage ich jetzt mal. Ne? Ist relativ cool. So, ja, jetzt schauen wir mal kurz das Höschen. Das kann man irgendwie. Leider ist mein. Ah, okay, ich sehe schon, das sind diese typischen Nippelchen an der Seite. Dann irgendwie so wieder zusammenstecken. Das ganze Seil, wir brauchen werde es nicht mehr. So, das war ihr Dings da runter, die Folie. So, und jetzt zeige ich euch immer, so sieht es dann aus, wenn man es ausgezogen hat. Ja, hinten, da kommt der Schweif dann rein. Und oh, sie haben ein paar süße Schüchen. Die Schüchen sind fest geskalbt, die können wir nicht ausziehen. Die zeige ich euch dann mal hier so. Das sieht knuffig aus. So, okay, da unten hat sie Pins. Jetzt muss ich mal schauen, ob es da irgendwie seine bevorzugte, was egal ist, oder? Mal kurz testen. Nee, das ist nicht. Ich denke, das geht so rum. So und so. Okay, so. Okay, da bin ich drin. Jetzt muss ich hier ein bisschen das Beinchen. So, jetzt. Drin. Okay, das ging relativ entspannt, muss ich sagen. So, dann haben wir den Schweif. Sieht ein sehr schönes, gelbes, großes, fluffig aussehendes Schleifchen und so ein, ich nenne es jetzt mal Explosionsdingens. Ne? Das machen wir ganz zum Schluss dran, falls ich jetzt hier den Oberkörper tauschen will, weil das sieht schon ein bisschen zerbrechlich aus und dieses komische Stänkchen da, das geht bestimmt relativ schnell kaputt. So, dann haben wir dieses Knuddelkätzchen hier. Zack. Das kann man hier, glaube ich, irgendwie, wenn man das möchte, über den Kopf legen. Sieht so aus. Da weiß ich auch nicht, ob das über. Wobei die Haare bleiben, glaube ich, gleich, auch wenn man das Gesicht tauscht. Das kann man hier oben drauf legen. Das versuchen wir am Ende mal. Ich lege es mal hier so hin. Und dann haben wir hier den zweiten Oberkörper. So, den haben wir ja schon gesehen. Ist relativ cool. Ja, die Bänder sind auch gesculpt. Also ist jetzt nicht so, dass diese Träger von den Fingern rutschen können oder so. Das scheint alles fest zu sein. So, und jetzt zieht man den Kopf wohl ab. Ja, okay, das geht relativ entspannt. So, jetzt mal gucken, wie es im Oberkörper läuft. Okay, ja, das geht auch relativ entspannt, muss ich sagen. Das ist cool. So, dann packen wir mal schnell das vordere Oberteil drauf. Da hat sie die Arme so ein bisschen auseinander. Das sieht dann so aus. Ich krieg's gleich nochmal montiert zu Gesicht. Das steckt man da einfach drauf. Ja,
ist auch ganz cool, wenn man jetzt so guckt, ja, so die Schlitze, also diese Übergänge von Torso und Dekolleté, ja, es wird auch ganz gut verdeckt. Also wenn du vorne guckst, sieht absolut gut aus. Aber von der Seite auch, wenn man jetzt hier so von unten reinguckt, sieht man einen minimal kleinen Spalt, aber das ist nicht der Rede wert. Also echt gut gemacht. Da habe ich mir so ein bisschen Angst, wenn man das jetzt einfach so draufsteckt, dass man das dann sieht, dass da so ein Spalt dazwischen ist. Ist hier nicht der Fall. Also das ist cool. Ja. Dann packt man den Kopf wieder drauf oder wir können auch direkt mal das Gesicht tauschen. Wie funktioniert das jetzt? Gesicht tauschen. Und irgendwie hier vorne. Schon, also es möchte abgehen. Zack. Okay, da haben wir jetzt den hinteren Kopf. Ah, okay. Hier hat man dann das Pony. Ja. Das demontiert man halt dann so. Ist hinten gesteckt. Zack, zack, und dann nimmt man dann das andere Gesicht, wenn man das möchte. Das finde ich sogar ein bisschen cooler. Ich werde wohl das hier nehmen. Also das zweite hier. So, das steckt man dann. Ja, okay. Zack. Zack. Ja, okay. Das geht echt gut, Leute. Zack. Jo. Und das war's. Ja, so als Beispiel sieht dann so aus. Man kann Oberkörper und Kopf, also beziehungsweise Gesicht kombinieren, wie man möchte. Finde ich echt cool. Das Ding ist beide Oberteile echt cool, muss ich sagen. Puh, steck's noch mal rum. Ja, also das Stecken geht wirklich gut. Da muss man gar nicht groß irgendwie. Ja, und so. Dann die andere Variante. So, gut. Jetzt muss ich schon mal schauen, wie das hier funktioniert. Das scheint irgendwie. Ist das zwischen ihren Beinen durch? Boah. Ja. Boah. Okay, also, da muss ich jetzt mal ein bisschen googeln, gell? Das kommt hier rein. So. Und dann muss wohl. Geht das überhaupt? Nee, das hängt zusammen. Das muss hinter. Das drunter. Okay, ich vermute fast. Dass man das irgendwie. Muss. So. So. Ein bisschen Spannung drauf, gell? Ich hab schon ein bisschen Angst. Okay, so. Okay, habe. Ja, doch. Funktioniert und hält. Aber da ist schon ein bisschen. Huch! Ein bisschen Spannung drauf, Leute, gell? So, aber funktioniert, hält. Ja.
So ist es zusammengebaut. Viel mehr kann man da nicht machen. Ja, oh, doch. Das Kätzchen hier fast vergessen, gell? Kann man das einfach draufsetzen? Ja. Ja, mit Kätzchen. So sieht's aus. Ist wirklich ein cooles Ding. Die Stecktechnik funktioniert wunderbar. Das ist ja oft so ein bisschen, dass es dann extrem schwer abgeht, drauf geht. Und gerade so diese Fußstangen da unten gehen normalerweise immer echt schwer rein. Das ging hier wunderbar. Auch Torso, Gesicht lässt sich wunderbar und schnell austauschen. Vom Paintshop her finde ich es wirklich schick. Ist schön gemacht. Mir fallen jetzt hier keine groben Unsauberheiten auf. Ich meine, klar, so Kleinigkeiten hat man immer, wenn man jetzt mit der Lupe danach sucht. Ist wirklich ein schönes Ding. Preistechnisch muss ich ganz ehrlich sagen, ist sie etwas teuer. Ich will nicht lügen, 320 Euro. Ist schon eine Ansage. Also muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, vor allem der Vorgänger, also hier ist Bomber Girl Aqua, kam irgendwie mit 220, 230 zu Buch, ist fast ein Hunderter weniger. Die werden wir im nächsten Video unboxen. Mal gucken, ob die qualitativ oder von der Auswahl her viel schlechter ist. Bin ich mal gespannt. Ja. Ist ein geiles Ding, schön, schön, schön. Die bekommt man, meine ich, hier und da auf jeden Fall noch. Wie gesagt, kam so vor 2-3 Wochen raus bei uns hier. Ist schon schick. Ich muss aber echt gucken, ob ich jetzt die oder die Arme nehme. Also Torso. Das muss ich mir noch überlegen. Sind beide echt schick. Jo. Habe ich noch nichts vergessen? Nö, ich glaube nicht. Das ist weg, das ist weg. Ja, Leute, soll es gewesen sein. Ich wünsche euch Spaß. Viel Spaß beim Figuren sammeln, kaufen und beim Abstauben. Gell? Wir sehen uns beim nächsten Video, nächste Woche. Macht's gut. Ich bin raus. Gell? Ciao.